Wow, Spongebob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder so zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Also willst du nur Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender tauschen? Also gut, komm wieder, wenn du bereit zum Tauschen bist. Ich habe euch hier gemacht, damit euch eine große Herausforderung stellt. Ich habe Nerven aus Stahl, Muskeln aus Sand. Und Augen aus Gelee. Mein Poseidon wurde angegriffen. Vor allem möchte ich den Pfand, den ihr bezwingen müsst. Dann los, eure Hoheit, dann mal los! In dieser Ecke der Verteidiger des Poseidons. Ein kleiner, eckiger Bursche. Und sein Herausforderer. Ein riesiger, mörderischer Eichhörnchenroboter. Sieh mal, eine Giraffe! Ich glaube, ich muss nach Hause, um Gary zu füttern. Ich will mich als Meinung machen. Ich will wie eine Frühlingsbrise. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Spongebob hat eine Gelegenheit, aber wird er seine Chance nutzen können? Spongebob hat eine Gelegenheit, aber wird er seine Chance nutzen können? Great Barrier Reef! Spongebob hat eine Gelegenheit, aber wird er seine Chance nutzen können? Jetzt bekommt der Roboter eine Frage. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verprüfbar. Der Roboter sollte besser schleunigst seine Taktik ändern. Ich will spielen, ich will spielen! Ich will spielen! Oh, na los. Oh, das ist gut. Splend! Der alte Wäscheleine-Move! Hey, meinem Rücken geht es nie besser. Hey, sie kommt einfach zu nah. Ich bin nicht unter Wäsche, richtig? Der Roboter verliert seinen Kopf. Juhu, los geht's! Was für ein schockierender Niederruf ist Patrick. Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Hübscher fliegender Kopfding von Patrick. Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Wow, so ein elektrisierendes Match hat doch nie gesehen. Du bist ganz gut so. Splend! Der alte Wäscheleine. Das ist ein Aufwärtshaken. Au! Ich würde so einen Spongebob eher nicht gewinnen. Au! Juhu, das war lustig. Du bist ganz gut so. Spleng! Der alte Wäscheleine los! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm! Oh, was für ein Aufwärtshaken! Au! Ich würde so besorgt, dass ich nicht gewinnen! Klasse Aktion von Spongebob! Das Match ist so gut wie beendet! Jauch! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm! Wenn das eine Gelegenheit für einen Blasenschlag ist, dann weiter. Also das war doch mal ein Kampf. Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny. Eine neue Kraft, das Blasenbowling. Doch warte, da ist doch mehr. Ein goldener Pfannenwender. Und das ist doch nicht alles. Ein Geschenkgutschein von Dienstleinladen für getrocknete Fischflocken und Blumen über $5.32. Oh, vielen Dank. Das bedeutet mir so viel. Ich habe vorhin nicht zu weinen. Weine so viel du willst, aber nicht hier. Der Boden ist frisch gebodert. Hey, Plankton.
Ja, was gibt es? Ich habe mich nur gefragt, warum die ganzen Roboter scheinbar alle aus dem Abfalleimer kommen. Tun sie das? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Und dann ist da noch dieses große leuchtende Neonschild, auf dem Roboter-Hauptquartier steht. Spongebob, wir sind doch Freunde, oder? Nein, nicht wirklich. Genau, und als dann nicht Freund, mach ich mir Sorgen um dich. Und zwar genau jetzt. Du denkst zu viel nach. Ich mach mir Sorgen, dass du dir wehtun könntest. Ich sag dir, was ich tun werde. Ich übernehme das Denken für dich. So kannst du dir nicht wehtun. Und du kannst weiter daran arbeiten, mich wieder in den Abfalleimer zu bringen. Danke, Plankton. Du bist der beste Nicht-Freund, den man sich vorstellen kann. Ich muss nicht mehr nachdenken. Lass mich dir beibringen, wie man eine Blase bohlt. Drücke diese Taste, dann bohlst du eine Blase, die Roboter aus sicherer Entfernung ohren kann. Wow! Vergiss aber nicht, dass das Blasenbohlen nur bei Dingen funktioniert, die sich in Bodennähe befinden. Okay. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach Sick. Jungfrau, meine Blaubaustube, meine Helden! Schieß mich mit einem Wasserball ab, schieß mich ab, schieß mich ab! So was machen wir nicht, der Junge. Wir sind in Rente. Ist das der Fernsehtechniker? Nein, das ist schon wieder dieser aufgedrehte Schwammjunge. Oh, bist du sicher, dass er den Fernseher nicht reparieren kann? Mir, Jungfrau, Mann, es wäre mir die größte Ehre, euren Fernseher zu reparieren. Prima! Hey, Schwammjunge, möchtest du uns wirklich helfen? Oh, Junge, und wie? Also dann, aber nimmst deinen Enthusiasmus ein bisschen. Mein Darm wird schon ruhig. Wir haben unten in der Heldenhöhle ein kleines Problem mit ein paar Robotern. Bist du sicher, dass du das hinbekommst? Absolut, Blaubaustube. Nun, dann geh zum Sofa, um in die Heldenhöhle zu gelangen. Wir treffen uns unten. Bis zum Puddingabend! Jungfrau, Mann und blauer Spube. Du solltest dich nicht so an der Jungfrau, Mann, heranschleichen. Sein Herz ist nicht mehr so gesund. Eigentlich ist gar nichts mehr an ihm gesund. Tut mir leid, mehr Jungfrau, Mann. Ich bin nur immer so begeistert, wenn ich euch beide sehe. Eure fantastische Gegenwart zu erleben. Lässt mich pure Gerechtigkeit spüren. Seht ihr, ich hab Gänsehaut auf meiner Gänsehaut, auf meiner Gänsehaut, auf meiner... Schon gut, Junge. Spar dir das und sag uns, was du willst. Naja, ich hätte gerne eine neue Sonnenbrille auf meine alte Arztpatrick gesetzt. Das meine ich nicht. Eigentlich ist es gut, dass du aufgekreuzt bist. Du Schwamm der Güte. Ist es? Ist es? Ja, ein Rudel böser Roboter hat das Sicherheitssystem der Heldenhöhle übernommen. Du musst es abschalten und sie aufhalten. Warum er? Wir sind doch absolut fähige Superhelden. Weil es Donnerstag ist und wir eine ganze Menge Arzttermine haben. Ah, Muscheldreck. Hab ich vergessen. Geh und sprich mit dem Heldenhöhlencomputer im nächsten Raum. Sie wird dir sagen, was zu tun ist. Ich werde diese wahnsinnige Verantwortung übernehmen, Herr Jungfraumann. Du wirst nicht enttäuscht sein. Blamiert vielleicht, aber nicht enttäuscht. Auf zum Arzt. Davon! Das ist nicht irgendein Schwamm, das ist ein Superschwamm. Jetzt aber schon recht auf, frisch wie eine Frühlingsbrise. Ach, du großer Schwamm, den hab ich verstanden. Ha
alle meine! Höhle, geheime Festung der faltigen Superhelden, mehr Jungfraumann und Blaubachstube. Thaddeus, ich freue mich ja so, dich zu sehen. Und das ist nicht die Art Freude, die man vorne in den Knien, sondern die Art, die man hinten in den Ellbogen spürt. Du glaubst mir nie, was passiert ist. Ja, ja, das Rettner-Du hat es mir erzählt. Diese zweiten Säcke haben mich schon reingeschickt, damit ich mir ihren Heldenhöhlenkomfort ansehe. Aber da du jetzt hier bist, lass dich das machen. Er ist gleich da vorne. Sieh dich hier um. Ich meine, also bitte. Wir würden es hier umbringen, hier ein paar Teppich auszulegen und dieser ganze vergeudete Platz. Wir haben dieses zweiten Heim das hingekriegt. Ach, das ist einfach. In Folge 27 wurde die Heldenhöhle von den grabenden Bermuda-Monstern überfallen und die. Schon gut. Wie eine Frühlingsbrise. Thank you.
damit ich wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem bekomme, musst du alle Überbrückungsschalter drücken, die überall in der Heldenhöhle verteilt sind. Der erste ist gleich hier. Die Schalter drücken, verstanden. Wenn du sie alle gedrückt hast, musst du hierhin zurückkommen und den Hauptabschaltknopf drücken. Dann bekommst du eine Belohnung. Hierhin zurückkommen. Alles klar. Wirst du mir überhaupt zu? Zuhören. Alles klar. Wie ich sehe, bist du in die tiefsten Tiefen der Heldenhöhle vorgedrungen. Miau. Oh, du hast den Aufzug genommen. Tja, wie komme ich in diesem Raum nach oben? Miau. Du hast recht. Ich wette, diese Tunnel führen nicht nach oben. Gute Idee, Gary. Nennt mich auch Staminator. Wie eine Frühlingsblüte. Jaut! Das ist ein neuer Schmack. Es glänzt. Unter diesem Gas befindet sich Gold. Gold, sage ich. Meine Augen werden schon feucht, wenn ich es nur ansehe. Du musst lediglich diesen riesengroßen Ball mit dieser Tasche befördern. Wie bringe ich den Ball denn ins Rollen, Mr. Krabs? Du musst zuerst auf diese Rettungsblasenbohlen einsetzen, um den Schalter zu treffen. Viel Glück, Spongebob. Mein Geldbeutel zählt auf dich. Damit der Ball das Ende erreicht, musst du die Maschinenteile entlang der Strecke bewegen. Es geht doch nicht über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Es riecht nach hier. Ah!
Nimm das! Nichts über den Geruch und Scheißblasen am Morgen. Es riecht nach Krieg. Und
Spongebob. Drücke alle Überbrückungsschalter des Sicherheitssystems in der Heldenhöhle. Komm dann hierhin zurück und drücke den Hauptabzeitknopf. Ich habe einen Job für jemanden, der Sachen werfen kann. Überlass das nur uns. Ich kann gut Sachen werfen. Ihr müsst lediglich hier eine Wurfflucht aufnehmen und in die verschiedenen Apfelmaschinen werfen. Die Fruchtwürfel flüchten? Nein, die Wurfflucht werfen. Den Fruchtwurf werfen? Und am besten beeilt ihr euch, denn ich neige dazu hochzugehen. Ich meine, sie neigt dazu hochzugehen. Los! Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Was ist passiert? Hey, dich kenn ich noch. Du bist doch dieser Typ. Okay, viel Energie brauchen, um den hydroakustischen Doppelmodulator zu aktivieren. Kriegst du das hin? Ich kann von hier oben Tadeus Haus sehen. Und sie hat gar keine Hose an. Halt, er trägt ja die Hosen. Jetzt hör zu. Dort sind 8 Zylinder. Wenn du etwas wie einen Zylinder wirfst, dreht er sich zur Stromseite um. Hast du alle 8 Zylinder zur Stromseite gedreht, gebe ich dir eine Belohnung. Entschuldigung, wie war das? Ich hab Tadeus gefunden. Fang einfach an, diesen Zylinder umzudrehen. Los geht's!
kaputt gemacht. Jetzt habt ihr genug Energie. Wofür brauchst du die ganze Energie denn? Na, für mein Fußball natürlich. Hier, nimm diesen goldenen Verkletter. Oh, ich hab mich jetzt noch. Ich habe wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem. Hier ist die versprochene Belohnung. Du hast alle Sicherheitsüberbrückungsschalter gedrückt. Drücke jetzt den Hauptabschaltknopf. Das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet und unsere Vorsorgeuntersuchung völlig bestens. Ein Hurra auf Ihre Richtigkeit und Ihren mehrfach großartigen Ruhm! Ja, Gerechtigkeitsjunge, du hast auch die Stromversorgung des Meer in der Heldenhöhle gekappt. Das böse nicht Isolationsgebiet. Ist das schlecht? Bin ich mehr Jungfrau Mann auf sauberen Milch? Ja, das tue ich! Oh nein, meine Bösewicht ist wohl ausgebrochen. Wie bitte? Ein Bösewicht läuft frei herum? Wer denn? Mann, die Atomfinder? Die Drecksackblase? Nein, noch schlimmer. Dein Erzfeind, Killer-Garnele. Killer-Garnele! Habt ihr gerufen? Och, ich dachte, ihr stünden Superhelden vor mir. Aber die sind offenbar nur ein paar genau in die Flüge treiben uns. Killer-Garnele! Ich werde dir niemals vergeben, du Ehre! Was hat ihr getan? Das schätzt ihr überhaupt? Er hat mir Jungfrau Manns weiße Klamotten in die Waschmaschine gesteckt mit einer roten Sacke. Alles, was ich hatte, war danach rosa. Rosa! Wie schrecklich. Ich fand aber, dass rosa dir sehr gut stand. Wirklich? Sicher, wie Albert. Geld. Was ist das für ein gelbes Ding? Eine Art Schimmel? Ich bin kein Schimmel, ich bin ein Schwamm. Der Unterschied liegt im Zellaufbau. Ja, im Zellaufbau! Ja, danke für die Lektion, Dr. Wissenschaftler. Wir sehen uns später, Rosi. Bei den sieben Weltmeeren. Du, ich werde erst tun, wenn du in der Gefangenschaft bist. Aber zuerst verwandle ich mich aus meiner Geheimidentität. In den Meerjungfraumann. Du hast doch gar keine Geheimidentität, du alter Sack. Vielleicht von dem Stuhlkiller-Garnele und ich das hier. Ich werde dich retten, Meerjungfraumann. Los, Spongebob! Bericht wie eine Frühlingsbrise! Danke, Meerjungfraumann. Ich werde mein Leben immer nach deinem glänzenden Vorbild führen. Gütig und freundlich. Bist du immer noch hier? Spongebob, wie komme ich hier raus? Naja, das hängt davon ab. Möchtest du mit oder ohne Falle raus? Ohne, bitte. Dann dort entlang. Oder war es doch lang? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Es laufen immer noch jeder Menge Roboter herum. Komm jederzeit wieder. Das könnte es nicht klasse. Thank you.
Mehr, Jungfrau Mann. Er ist im bösen Isolationsgebiet. Mehr, Jungfrau Mann. Er ist Schachmatt, der König des kontaktlosen Sports. Ist das schon wieder der Junge, der den Fernseher reparieren soll? Vielleicht kann er meine Füße einreiben. Junge, wenn ich du wäre, würde ich abhauen und zwar schnell.